Lassen Sie mich seitens Organisationen, säkulare Menschen, Atheisten und Ex-Muslime aus dem Iran, Afghanistan, Irak, Ägypten, Syrien, Sie alle begrüßen. Heute in Berlin haben viele Redner die Würde der Menschen verteidigt und gegen die Einmischung und Diskriminierung der Kirche in das Leben der Mensch, besonders der Menschen, besonders der Homosexuellen gesprochen. Die Kirche ist eine Organisation, die in unserer Zeit offensichtlich die mittelalterlichen Gesetze, Traditionen und Kultur verteidigt. Sie setzt da, wo sie kann, ob in einem Gebäude oder einem Gebiet ist, diese Gesetze mit aller Gewalt durch. Die Kirche und alle Religionen begegnen der Wissenschaft, dem Fortschritt und der Modernität mit Verachtung. Sie wollen die Menschheit am liebsten ins Mittelalter zurückversetzen. Ja, so ist es. Wir haben uns hier versammelt, um zu sagen, dass es das Recht der Menschen ist, eine Regierung zu haben, die von der Kirche und Religion getrennt ist. Ja. Es ist das Recht der Menschen, dass sich die Religionen nicht in das Bildungswesen einmischen. Es ist das Recht der Menschen, in 21. Jahrhundert so zu lieben, wie sie es möchten. Es ist das Recht der Menschen, die Gesellschaft von der Religion zu säubern. Das Religionsgewerbe atmet überall auf der Welt durch Auferlegung der Rechtlosigkeit, Gewalttätigkeit und heilige Grausamkeit. Als Ex-Muslime möchte ich hier sagen, da Kirche und Religion in Deutschland Sonderrechte haben, versuchen sie, der politische Islam und islamische Terroristen ins Boot zu holen. Die Kirche ist für Imamunterricht und spezielle Rechte für reaktionäre, frauenfeindliche, menschenfeindliche islamische Bewegung in Deutschland und in Europa. Lassen Sie uns gemeinsam die Erfolge der Renaissance und Aufklärung verteidigen. Ich bitte hier um Erlaubnis, als Vertreter der Familien von tausenden Opfern der Hinrichtungen und Steinigungen in sogenannten islamischen Ländern erklären, wir müssen versuchen, weltweit, dass die Hände von Religionen aus dem Staat und Bildungswesen und alle Gesetze fernbleibt. Jawohl! Keine Religion und Moral darf sich gegen das freie und glückliche Leben die Menschen stellen. Dankeschön.